Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Wie ist die da bloß hingekommen? Diese Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Das sind immerhin... Aber ich will ja nicht wie ein... Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Hm, schade nur, dass der Topf nicht kocht. Und rein damit. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber, klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Und weg damit. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang. Jetzt. Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Wie ist die da bloß hingekommen? Socken, check. Seitenschneider, warum auch immer, check. Proviant, check. Zahnbürste, check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das... Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Das hatte der überhaupt auf der Liste verloren. Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel? Spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu.
Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. So, nachdem wir uns jetzt durch die ersten Hürden und das Kofferpacken gepuzzelt haben, können wir auch gleich schon nachspielen, wie Rufus seinen ersten Fluchtversuch in Richtung Elysium raus aus dem Müll startet. Und ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch gleich mal Rufus zu fragen, dieses Ziel Elysium. Wir haben uns halt immer gewundert, beziehungsweise wir haben auch viele Kommentare von unseren Spielern bekommen. Ist das eigentlich wirklich was für dich? Ich meine, dort ist doch alles sauber und aufgeräumt. Also mir hat man das so, ich war ja nie dort, wie du weißt, mir hat man das so erklärt, wenn man Deponia mit Berlin vergleicht, dann könnte man Elysium eher mit München vergleichen. Also es ist deshalb so aufgeräumt, weil immer Leute aufpassen, die einem sofort auf die Glocke hauen, wenn man irgendwie einen Bleistift fallen lässt oder eine Zigarette ausdrückt. Ich glaube, das wäre was für mich, so überwachungsmäßig. Ich glaube, das entspricht mir sehr, aber ich war ja nie dort. Ich kann mir das auch nur vorstellen. Also ich glaube, ich würde Elysium ganz gut tun. Ich bin vielleicht der kleine Haufen Hühnerscheiße auf dem Hühnersalat, der dem Ganzen die richtige Würze gibt. Ich meine, jetzt wo ich das so sehe, das weiß der User ja gar nicht, was man da durchmachen muss. Also an dem Tag war es wahnsinnig heiß. Das sieht ja aus wie ein kühler Frühlingsmorgen, wo gleich Sekt gebracht wird oder so. Also wir hatten den ganzen Tag, das muss ich jetzt mal sagen, wir hatten den ganzen Tag überhaupt kein Catering und es waren 67 Grad, so gefühlt. Und nee, es war grässlich. Also ich wundere mich, wie nett das aussieht. Ich muss sagen, da hat uns hier der Wetterdienst ein kleines Schnippchen geschlagen. Es weiß ja niemand, dass die Aufnahmen zu dieser Szene halt genau in den Zeitraum des großen Kachelmann-Prozesses fielen. Und uns wurde nämlich gesagt, dass es da in dieser Szene Regen geben sollte. Und tatsächlich ist es so, und das ist jetzt tatsächlich ein ganz harter Fakt, dass ich ursprünglich geplant hatte, diese Szene im Regen zu drehen. Das heißt, wir kommen später nochmal in den Raum zurück im Spiel. Und da sollte dann so langsam der Regen des Morgens quasi verschwunden sein. Aber ich habe auch tatsächlich gerade neulich noch ein altes Charakterdesign von der Toni gefunden, die hier in diesem Raum steht mit einem dicken Ölregenmantel in so einer Pfütze und halt komplett zugeregnet ist. Und der Glimmstängel, den sie ja immer charakteristisch im Mund hat, halt auch schon ganz durchweicht und nach unten hängend aussieht. Es gibt so ein Foto, wo Doris Day so ähnlich ausschaut. Das fällt mir dazu ein. Ja, der Charakter Toni ist ja auch, aber den lernen wir ja jetzt später kennen, aber der ist ja auch grob an Doris Day angelehnt. Weiß nicht, ob du das wirklich alles erzählen möchtest, was du jetzt verrätst, aber ist ja nicht meine Sache. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet, bestimmt seit Montag. Jetzt muss ich den Koffer nur noch in der Kapsel verstauen und auf geht's. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig. Die Fluchtkapsel ist, sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Diesmal kann gar nichts schiefgehen. Das wird ein spektakulärer Abgang. Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Hey Wenzel. Was gibt es?
schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Keine Probleme. Wieso? Natürlich. Wie komme ich bloß darauf? Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund... Mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser... So, und wohin jetzt damit? Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Ich wollte nicht... Da ist kein Platz. Da ist kein Platz. So, und nun? Ich wollte den Koffer schon. Na, geht doch. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Der ist jetzt wohl überflüssig. Aber wie hält sie? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Da muss nichts geschraubt werden. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. So, und wohin jetzt damit? Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen?